Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um das Thema befristete Arbeitsverträge. Darf eigentlich der Arbeitgeber einen befristeten Arbeitsvertrag vor Ablauf der Befristung kündigen? Grundsätzlich ist es so, dass Arbeitgeber sich meistens im Arbeitsvertrag vorbehalten, das Recht zur ordentlichen Kündigung auch vor Ablauf der Befristung. In diesem Fall geht das auch vorher. Wenn der Arbeitgeber sich das nicht vorbehält, dann hat er ein Problem. Dann sagt die Rechtsprechung, kann der Arbeitnehmer darauf vertrauen, dass das Arbeitsverhältnis vor Ablauf der Befristung nicht ordentlich gekündigt wird. Eine andere Frage ist es natürlich, dass der Arbeitgeber immer außerordentlich fristlos kündigen kann, wenn zum Beispiel der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber ins Portemonnaie greift, ihm eine runterhaut oder so, jedenfalls irgend so einen gravierenden Grund in seinem Verhalten da ist, dass er eben eine außerordentliche Kündigung, der Arbeitgeber eine außerordentlich fristlose Kündigung aussprechen kann. Allerdings reicht das nicht, wenn der Arbeitnehmer krank ist. Also wegen Krankheit kann man nur ordentlich kündigen. Solche Gründe würden dem Arbeitgeber eben nicht helfen. Deswegen finden sich in den meisten Arbeitsverträgen ausdrücklich, befristeten Arbeitsverträgen, auch in den Mustern, die wir machen, ausdrücklich die zulässige ordentliche Kündigung auch während der Befristung. Das heißt, als Arbeitnehmer guckt man zuerst mal rein, ist dann da so eine Regelung drin? Wenn nicht, hat man gute Karten gegen die ordentliche Kündigung sowieso. Ja? Und wenn die Kündigungsmöglichkeit da ist, dann muss man eigentlich sagen, hat der Arbeitgeber noch längst nicht sicher, dass seine Kündigung auch durchgreift. Wenn nämlich mehr als 10 Mitarbeiter beschäftigt werden, das Arbeitsverhältnis länger als ein halbes Jahr besteht, wenn die beiden Voraussetzungen gegeben sind, habe ich Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz und das greift dann auch bei der Überprüfung der Kündigung. Ja, das heißt, da gilt dann genau das Gleiche wie bei unbefristeten Arbeitsverhältnis. Und wenn wir so etwas angreifen und prüfen und Kündigungsschutzklage machen natürlich in solchen Fällen immer, ja, weil Abfindung ist allemal drin, prüfen wir natürlich immer gleich auch nochmal die Befristung. Ist die überhaupt wirksam? Und ganz oft stellen wir fest, die Befristung ist auch nicht wirksam. Dann greifen wir gleich mit der Kündigungsschutzklage auch die spätere Befristung an und sagen, das Ganze ist doch eigentlich ein unbefristetes Arbeitsverhältnis. Erhöht den Druck enorm, führt auch natürlich dann zu einer besseren Ausgangsposition bei der Verhandlung über die Höhe der Abfindung. So, zusammengefasst kann man also sagen, befristete Arbeitsverhältnisse können tatsächlich auch während der Befristung, also vorher schon gekündigt werden, wenn das im Vertrag vorgesehen ist, ordentlich gekündigt werden. Außerordentlich geht sowieso immer, aber die Hürden, insbesondere die Anforderungen an den Kündigungsgrund für den Arbeitgeber, sehr, sehr hoch. Soweit. Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Bei Fragen bitte 030 43 mal die 0, 43 mal die 9. Ich habe für die erste Beratung bei Kündigung das Angebot, dass Sie kostenlos und unverbindlich kurz mit mir telefonieren können. Nutzen Sie das gern, dann können wir kurz die Chancen erörtern, Kosten nutzen und Erfolgsaussichten. Danke für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.